Na, dann wollen wir mal schauen, was es bei euch so gibt. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video bei etwas Genuss. Und heute ist es soweit, die lang ersehnte zweite Folge der Smoke Spotlights kommt. Ich habe vor einigen Wochen ja diese neue Videoreihe gestartet, in denen ihr mir Fotos von euren Humidoren und von euren Smoke Setups schicken könnt. Und ich schaue mir das Ganze dann hier im Rahmen dieser Videoreihe an. Ich habe unfassbar viele Einsendungen erhalten. Und ich werde die jetzt so ein bisschen ja in Zufallsreihenfolge durchgehen. Das heißt, falls ihr jetzt noch nicht dabei wart, seid mir nicht böse. Eventuell muss ich auch schauen, wie das mit der Fotoqualität ist, muss mich da nochmal bei euch melden. In diesem Sinne, seid mir nicht böse. Ich werde mir aber heute wieder zwei Zuschauer-Humidore anschauen und werde mal ja ein bisschen in eure Seite der Welt eintauchen und habe mir heute die Humidore und die Rauchsetups von Gregor und von Stefan vorgenommen. Und bevor ich hier weiter groß rumlamentiere, würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit dem Setup vom guten Gregor an. Gregor hat mehrere Ebenen in seinem Humidor und hier befinden wir uns in der ersten. Und der hat mir dazu gesagt, dass diese Zigarren ohne Zigarrenring Marca Fina Panamas sind. Das war so sein Daily Smoke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist eine relativ günstige Serie, die aber dafür eigentlich ganz gut abliefert und ja definitiv ein guter Daily Smoke ist. Entsprechend geht es hier drüben weiter und ihr könnt euch vorstellen, dass hier ein bisschen mein Herz lacht, wenn ich die Mastic Blue sehe. Ich empfehle sie immer noch tatsächlich sehr gerne. Ich rauche sie selber auch noch immer sehr gerne und finde das sehr schön. Es hat sich aber noch eine oder vielleicht nicht noch eine drunter, ein oder zwei Mastic Reds eingeschlichen. Die Mastic Red ist ja die etwas würzigere Schwester der Blue. Auch ein angenehmer Smoke, auch ein guter Budget Smoke, nur ich persönlich bevorzuge halt die Blue. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt weiter in die nächste Ebene und hier wird es dann tatsächlich auch ein bisschen spannender. Hier oben sehen wir die Villiger, Entschuldigung, 1492. Eine relativ entspannte Zigarre. Ich habe sie als Perfecto-Format für euch reviewt. Das Review ist auch online. Ist definitiv ein entspannter Smoke, ein halbwegs interessanter Smoke. Und ja, so, ne, das kann man durchaus mal machen. Wir haben hier unter anderem die Villa Zamorano. Da habe ich die Reserva-Linie für euch getestet. Die normale steht noch aus. Da müsste ich aber auch noch tatsächlich ein Exemplar als Zuschauerspende da haben. Wir können hier dann zum Beispiel mal weitergehen. Die Casa de Nicaragua, eine Zigarre, auf die ich lustigerweise in letzter Zeit immer mal wieder angesprochen wurde, ist auch ein Bundle Smoke, eine Bundle Zigarre aus dem Hause Villiger. Hat ein bisschen Würze mit drin, ist aber alles in allem sehr entspannt und ein recht angenehmer Budget Smoke. Wo wir gerade bei Budget Smoke sind, springe ich mal direkt ein bisschen rüber und sehe hier die Prince Hypes Claro, müsste es meiner Meinung nach sein. Und das ist eine Zigarre, die ich vor kurzem für euch im Review hatte. Die ist, wie ich es gesagt habe, prinzipiell ganz okay. Sie wird nicht meine lieblingsgünstige Zigarre. Das möchte ich an der Stelle ganz klar dazu sagen. Sie ist aber ganz okay und ich denke, da hängt es auch einfach stark vom Geschmack ab, wie sehr man sie mag oder auch nicht. Sie ist aber okay und ich denke, sie ist gerade für den Preis, sie ist halt wirklich recht günstig. Kann man sich die ganze Geschichte einfach mal anschauen und überlegen, ob das was für einen ist oder nicht. Wenn ich denn hier jetzt nochmal zwei Zigarren weitergehe, sehe ich hier eine Blanco Candela. Candela-Deckblätter sind, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, auch in den Livestreams, die sind mittlerweile relativ selten geworden. Das sind diese leicht grünlichen Deckblätter, wie wir es hier genauso sehen. Die werden mittlerweile vor allen Dingen gerne zum Beispiel bei Barber-Pole-Zigarren eingesetzt, also bei Zigarren, die zwei oder manchmal sogar drei Deckblätter spiralförmig ja, umwickelt haben, wo man dann halt quasi so eine farbliche Spirale hat. Und da werden ganz gerne mal Candela-Deckblätter eingesetzt. Die waren vor, ja, sagen wir mal, 30, 40, 50 Jahren waren die noch weitaus üblicher. Mittlerweile sind sie aber relativ selten geworden. Die geben aber einen ganz interessanten Geschmack mit, kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe auch davon noch eine Zuschauerspende da, genau von dieser Blanco Candela, und muss sie tatsächlich mal testen. Dann sehen wir daneben zum Beispiel noch die Casa de Garcia, auch eine relativ günstige Marke, aber auch tatsächlich ein netter Smoke. Ich hoffe, ihr versteht das, dass ich jetzt nicht zu allen Zigarren etwas sagen kann, gerade weil hier relativ viel verschiedene drin sind. Ich denke, das ist aber klar. Deswegen, ich werde eine Auswahl kommentieren und dann sollte das Ganze funktionieren.
Wenn wir jetzt hier in die nächste Ebene gehen, sehen wir da zum Beispiel die Gilbert de Montsalva. Die habe ich auch schon für euch reviewed. Das war für mich so die Marke, das war ein entspannter Smoke, das war ein netter Smoke. Das war aber kein Smoke, der herausgestochen ist. So habe ich es zum Beispiel wahrgenommen. Ich weiß, es gibt noch mehrere Linien von Gilbert de Montsalva. Auf den ersten Blick, gerade auch wegen dieser, ich nenne es mal Kopfsilhouette, könnte man sie zum Beispiel auch mit einer Winston Churchill verwechseln. Von der Gilbert de Montsalva gibt es auch noch eine Signature-Linie, da muss ich mich definitiv noch mal weiter durchprobieren. Aber hier die Standardlinie, die fand ich auf jeden Fall ganz okay. Hier eine große Zigarre, zu der wir, das müsste fast, glaube ich, eine Mighty Mighty sein, die Brickhouse Maduro. Das ist für mich eine besondere Zigarre, da das Review zu Brickhouse Maduro das erste Video war, was ich hier auf dem Kanal hatte. Und dementsprechend habe ich da natürlich eine besondere Beziehung zu. Und freue mich deswegen auch hier die Brickhouse Maduro im Humidor zu sehen. Wir haben dann nochmal zwei Casa de Garcia. Und dann mache ich auch hier nochmal einen kleinen Sprung und gehe auch hier rüber zur Skeleton Live Your Dreams. Das müsste die Robusto sein, jetzt mal so ins Grobe geflüstert. Sie ist eine absolute Community-Favorite-Zigarre. Also ich kenne wenig Leute, die Skeleton tatsächlich überhaupt nicht mögen. Falls ihr sie überhaupt nicht mögt, ist auch das absolut in Ordnung. Sie ist aber gerade im deutschsprachigen Raum wahnsinnig beliebt und der Tonio Neugebauer hat da definitiv einen guten Job gemacht. Es gibt ja noch die andere Serie, die Relax. Die ist aktuell nicht verfügbar, die ist nicht limitiert. Die wird wiederkommen. Es sind im Moment einfach keine mehr auf Lager und sie werden nachproduziert. Und dann können wir hier unten nochmal quasi in die Etage reingucken. Und da sehen wir natürlich das, was auch ein paar Leute freuen wird. Wir sehen hier oben eine Romeo e Julieta. Fragt mich jetzt nicht, das könnte vielleicht eine Nummer 2 sein, so grob geschätzt. Und wir sehen dann hier drüben noch eine Monte Cristo, eine Quintero. Das ist eine etwas günstigere kubanische Zigarre. Und hier natürlich auch noch etwas für den schnellen Smoke zwischendurch. Die Patagas Chicos und die Cohiba Shorts. Das sind ja Zigarillo-Formate, die dann so 15 Minuten halten und so einen kleinen Smoke zwischendurch möglich machen. Ich persönlich, ich bin kein großer Zigarillo-Fan, das sage ich an der Stelle auch immer ganz offen dazu, aber hier sei auch natürlich wieder gesagt, es ist jedem offen gestellt, wenn er sie gerne raucht, soll er das gerne tun. Alles in allem finde ich, dass der Gregor auf jeden Fall eine spannende Auswahl hat, dass er auch relativ viel querbeet hat und definitiv auch meiner Meinung nach offensichtlich ziemlich in die Breite raucht und viel erleben möchte. Und das freut mich besonders mal sehr, da das auch etwas ist, dass ich jetzt unabhängig davon, ich weiß nicht, wie erfahren der Gregor ist als Zigarrenraucher, ist das immer für Anfänger und davon habe ich ja sehr viele hier als Zuschauer, ist es immer mein Tipp. Rauch querbeet, rauch quasi in die Breite, kriecht nicht in eine Marke rein, sondern erlebt viel in der Zigarrenwelt. Das wird euch tatsächlich mehr bringen. Etwas, was uns aber auch etwas bringt, ist, wenn wir uns jetzt einmal dem Humidor und dem Setup vom guten Stefan zuwenden. Er hat mir als erstes hier mal eine Außenansicht von seinem Humidor geschickt. Er hat gesagt, das ist sein Alurini-Humidor, den er Gebrauch gekauft hat. Eigentlich hatte er wohl gar nicht vor, sich zu vergrößern, aber dann hat er hier ein gebrauchtes Angebot auf eBay Kleinanzeigen gesehen und konnte nicht widerstehen. Und so hier so ein Kabinett-Humidor, das hat natürlich auch wirklich schon viel Schönes. Die sind im Regelfall so konstruiert, dass hier vorne eine Klappe ist, das sieht man auch an einem Schlüssel, die kann man dann aufklappen und dann hat man hier mehrere Etagen drin oder auch manchmal unten nur ein Tablett, was man rausziehen kann und oben haben sie quasi nochmal wie ein Tischhumidor eine Klappe, die man dann, ein Deckel, den man aufklappen kann, wo man dann nochmal Zigarren reinlegen kann. Manchmal sind die auch mit Tabletts, dass man die von oben herausnehmen kann, aber im Prinzip hat man halt oben einmal den Deckel, den man aufklappen kann und vorne einmal die Tür, die man aufklappen kann und hat dann quasi zwei verschiedene Möglichkeiten, an seine Zigarren zu kommen und die auch ja unterschiedlich zu lagern. Gerne unten Kisten, oben einzelne Sticks. Und da hat er auch tatsächlich viel Verschiedenes. Wir haben hier oben natürlich die Abteilung Montosa, Montosas Zigarren, die gerade die Montosa Claro, die hellere mit der orangenen Binde, sehr einsteigerfreundlich. Die Maduro gefällt mir auch recht gut. Ich persönlich muss aber sagen, dass sie mir am Ende meistens etwas zu scharf geworden ist, aber auch das können ja Leute sehr unterschiedlich erleben. Wir haben hier drüben natürlich eine Abteilung, die wo mein Herz ein bisschen lacht. Da haben wir hier die Davidoff-Abteilung. Das ist natürlich wunderschön. Und wenn wir hier einmal runtergehen, dann sehen wir hier schon
eine gehörige Placentia-Abteilung. Da hat sich noch eine Mathilde Serena reingeschmuggelt. Aber wir haben hier die 1898. Ich habe sie so oft erwähnt, gerade in den Livestreams. Es ist eine tolle Zigarre, die jetzt leider ausgelaufen ist. Ihr könnt hier und da noch ein paar Sampler oder Einzelexemplare kriegen. Und das ist eine tolle Zigarre zu einem wahnsinnigen Preis, was Placentia angeht. Das hier scheinen mir Robustos zu sein. Die waren, glaube ich, bei so 6 Euro pro Stick. Vielleicht sind das auch Toros, dann waren sie bei 7 Euro pro Stick. Das ist aber wirklich, also fast schon lächerlich günstig für Placentia. Und ich persönlich habe noch einige Kisten von der 1898 auf Vorrat. Daneben haben wir die Placentia Reserve Original. Das wird dann, wenn die 1898 endgültig nicht mehr zu kriegen ist, die neue günstigste Serie von Placentia. Preisbereich 10 bis 12 Euro jetzt nach der Preisanpassung. Ist aber auch ein schöner Smoke, auch recht Anfänger geeignet. Die Cosecha 149, eine relativ würzige Placentia, gefällt mir aber auch sehr gut. Und hier die Placentia Hexagono, also die Alma Fuerte Hexagono. Siglo, ich glaube, das ist jetzt die Siglo 1. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Die kann man auch an der Fußbinde unterscheiden. Ich bin mir aber da bei der Unterscheidung nicht ganz sicher. Auch hier wird es hier drüben nochmal relativ spannend, wenn wir hier einmal rübergehen, denn auch hier haben wir wieder die Abteilung, die viele Leute interessiert. Hier haben wir die Habanos Unterabteilung. Da haben wir da oben zum Beispiel eine Patagas, beziehungsweise mehrere Patagas. Und hier unten haben wir einige Romeo y Julietas in verschiedenen Vitolas. Patagas und Romeo sind ja aktuell auch Marken, die man in den Standardserien relativ gut bekommt, die zumindest wirklich alle paar Wochen wieder ins Land kommen, manchmal sogar wochenweise hintereinander und wo man dann einfach bei den entsprechenden Habanos-Händlern, also besonders bei den Casas und bei den Habanos-Specialists und Points, wirklich mal gucken kann, was man da bekommt, macht aber wirklich Spaß. Dann hat er hier unten noch so ein bisschen kleine Kistenware reingepackt. An dieser Stelle möchte ich mal eine Lanze brechen für die Anzeige, die das Hygrometer da hat. Die 56% Luftfeuchtigkeit liegen absolut daran, dass er jetzt den Humidor offen stehen hat, um das Foto zu machen. Deswegen, ne, das ist, lass den guten Stefan da in Ruhe, der wird schon alles richtig machen. Und die 56% sind einfach sicherlich dem offenen Humidor geschuldet. Wir haben hier natürlich auch nochmal die Mastic Blue, das finde ich wunderschön, ein Oscar-Sampler und dann noch ein bisschen günstige Rauchmarke von diversen Herstellern, auch hier vor allen Dingen für den Smoke zwischendurch gedacht. Dann hat er mir noch sein Tisch-Setup geschickt, das ist natürlich sehr schön, da sehen wir den nette kleine Cigar Kings und hier auch natürlich, Freunde, den Hermanus Doppelklingensteiner mit Fixierung, den erkenne ich auf 3 Kilometer. Hier nochmal diesen, ich glaube, es müsste der Sika-Cutter mit dem Orbital-Getriebe sein. Das ist auch sehr, sehr spannend und ja, einfach vor allen Dingen auch ein schöner Tisch, wie ich finde. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen und ein schönes Setup. Dann hat er hier nochmal einen kleinen Tischhumidor, auch nochmal mit günstiger kleiner Rauchware parat. Das heißt, der Stefan, der mag wohl tatsächlich auch den kleinen Smog zwischendurch. Wie gesagt, meine Welt ist es nicht so richtig, aber das sei wirklich jedem gegönnt und auf jeden Fall gefällt mir aber der Humidor rein optisch auch sehr gut. Ich finde es immer super spannend, in eure Humidore zu schauen und ich kann mich an dieser Stelle nur nochmal bei Gregor und bei Stefan dafür bedanken, dass ihr mir einen Blick in eure Humidore und in eure Rauchsetups geschenkt habt. Ein riesen Dankeschön auch an alle, die mir schon bereits Einsendungen zugeschickt haben. Wenn ihr auch mal in einem dieser Videos auftauchen wollt, dann schickt mir sehr gerne euer Smoke-Setup zu. Ihr findet das alles unten direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Achtet nur bitte darauf, dass ihr mir möglichst hochauflösende Fotos schickt und auch nur über den Weg, wie er auf der Website beschrieben ist. Verzichtet bitte darauf, das über irgendwelche Webtransfer-Sachen zu machen. Ich werde nur Anhänge öffnen, die tatsächlich, also nur Bilderanhänge, die auch direkt an den E-Mails sind. Da ich das Ganze mit meiner Virenschutzsoftware vorscannen kann und da irgendwelche, also das wirklich nur als Tipp, wenn ihr die Chance erhöhen wollt, in so einem Video aufzutauchen. Von daher schickt mir gerne eure Setups zu, schickt mir eure Humidor-Inhalte zu und natürlich, das wurde ich auch mal wieder gefragt, das hier soll ein fortlaufendes Videoformat werden. Das heißt, ich werde nach und nach immer mal wieder Smoke Spotlights drehen für euch. Wie sieht das denn bei euch aus? Wie findet ihr die beiden Setups von Gregor und von Stefan? Ich finde die wirklich beide sehr gelungen. Ich finde das auch mit sehr interessantem Inhalt dabei, sehr gemischt wieder. Tatsächlich auch einiges, was mir auf den ersten Blick nichts gesagt hat. Deswegen wirklich sehr spannend. Schreibt mir aber gerne eure Meinungen, eure Eindrücke unten in die Kommentare. Tut mir da nur eingefallen, die beiden waren so nett und haben mir diese Bilder geschickt. Deswegen, jetzt zerreißt euch nicht das Maul. Wenn ihr meint, dass ihr da über irgendjemanden lästern müsst oder herziehen müsst, dann möchte ich das überhaupt nicht in den Kommentaren sehen. Wir sind ja alle hier, um Spaß zu haben. Von daher schreibt mir gerne, wenn auch Kritik dabei ist, dann gerne konstruktiv.
unten in die Kommentare. Oder macht es natürlich viel besser und teilt eure Bilder mit der Community. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, kommt in die Etwas Genuss Lounge oder auf unseren Discord-Server. Würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Über 700 Aficionados haben sich da schon in der Facebook-Gruppe zusammengefunden. Und ich würde mich freuen, euch da auch begrüßen zu dürfen. Egal ob Anfänger oder erfahrene Aficionados, alle sind herzlich willkommen. Ihr könnt dieses Projekt hier auch gerne unterstützen und es ist wirklich sehr gerne gesehen, dadurch, dass uns das massiv weiterhilft, indem ihr unten über YouTube Thanks ein kleines Trinkgeld da lasst. Das gleiche könnt ihr über eine PayPal-Spende erledigen, ist auch unten verlinkt. Oder ihr werdet Patreon-Mitglied, habt die Möglichkeit, uns monatlich schon ab 2 Euro zu unterstützen und bekommt dafür zusätzliche Inhalte geboten. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Da unten habe ich euch einfach mal das letzte Smoke Spotlight verlinkt und wir sehen uns das nächste Mal im nächsten Video, garantiert mit etwas Genuss.